Leute, vielleicht gibt es heute in der Schule eine Party. Ja, heute Abend gibt es eine Show. Halt, Leute, weiß ich etwa gar nichts? Heute sind es 3 Monate. Heute ist es 3 Monate her, dass unsere Diana mit diesem Basketballspieler zusammengekommen ist. Wow, 3 Monate sind schon vergangen. Das ist echt eine richtig lange Zeit. Ach, Tim, es ist noch nicht lange her. Mein Kuckuck und ich sind schon seit 1 Jahr zusammen. Grusha, warum 1 Jahr, 1 Monat? Und wir haben nicht so sehr eine Beziehung. Artem, ich habe mich auf den ersten Blick in dich verliebt, mein Kuckuck. Und ich mit Artem, wir haben eine On-Off-Beziehung. Ja, wir haben so eine freie Beziehung. Es gibt keine freie Beziehung. Ne, Patrick, stimmt doch. Was habe ich damit zu tun? Hör zu, Patrick. Wenn wir 2 Monate lang zusammen sind, veranstalten wir ein Fest für die ganze Welt. Wusstest du das? Sie sind schon seit 3 Monaten zusammen. Ja, Dima, wir dachten, dass sie sich in 2 Wochen trennen würden, aber sie sind schon seit 3 Monaten zusammen. Oh Mann, ich hasse diesen Basketballspieler. Will er wirklich meinen Rekord brechen? Ich war 1 halbes Jahr lang mit Diana zusammen. Dima, du musst dir keine Sorgen machen. Siehst du nicht, welche Art von Beziehung sie haben? Sie versöhnen sich oder sie streiten sich. Wie auch immer, in ein paar Monaten werden sie sich trennen. Kleiderschrank voll und trotzdem nichts zum Anziehen? Komm, schneller! Lust auf einen super kurzen Minirock? Oder auf ein Kleid, das zu deiner Haarfarbe passt? Oder auf ein extravagantes rotes Kleid? Aber ein klassisches Maxi-Kleid sieht so schön aus. Und zerrissene Jeans sind sehr bequem. In Dianas Stadt werden alle deine Träume wahr werden. Kostja, sie werden sich nicht trennen. Hörst du, was diese Verlierer da unten sagen, dass heute eine Art Party sein wird? Ich bin wütend, okay? Dima, beruhig dich. An deiner Stelle würde ich mich überhaupt nicht aufregen. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Vergiss diese Diana, okay? Du willst dir ein normales Mädchen suchen. Kostja, du hast leicht reden. Du bist nicht in einer Beziehung. Ich verstehe das. Du musst irgendwas tun, um ihnen die Laune zu verderben und das Glück des Basketballspielers zu zerstören. Ah, Kostja, endlich hast du es verstanden. Du sollst mein Freund sein, aber du verstehst nichts. Kostja, du musst richtig böse sein, okay? Okay, Dima, wir werden uns irgendwas einfallen lassen. Lass uns zum Training. Kostja, können wir den Basketballspieler treten? Dima! Also Mädels, ich werde euch ein paar neue Trainingstechniken zeigen. Und Jana, ich werde dich genau im Auge behalten. Also denkt nicht einmal daran nachzulassen. Okay, Diana. Oh, die Cheerleader. Oh, seht nur. Diana ohne ihren Basketballspieler unterwegs. Oh, ich habe etwas über mich gehört. Hört zu, es geht euch nichts an, ob ich mit einem Basketballspieler, einem Footballspieler oder einem Boxer zusammen bin. Und im Allgemeinen, schaut nicht einmal in unsere Richtung. Ganz genau. Seid ihr es immer noch nicht leid, Klatsch und Tratsch zu verbreiten? Oh, in der Schule wird es keine Vorstellung geben. Ich glaube, sie haben das Datum vergessen. Oder sie hatten einfach nur einen Streit. Ich glaube, die sind nicht mehr zusammen. Die waren nicht mal mit ihm unterwegs. Was macht denn für einen Unterschied, ob sie zusammen sind oder nicht? Ja, sollen sie doch machen, was sie wollen. Hauptsache, sie lassen uns in Ruhe. Smile, beruhig dich. Alles wird gut werden. Seht ihr, Leute? Ich habe es euch gesagt. Der Basketballspieler ist traurig. Entweder haben sie sich getrennt oder sie hatten einen Streit. Verdammt, ich dachte, dass heute in der Schule eine Art Party zu Ehren ihres 3-Monatigen sein wird. Nun, was soll ich jetzt meinen Freunden auf dem Hof sagen? Kein Klatsch und Tratsch. Oh, oh Mann, Schiri, du willst nur Tratsch. Oder ist das denn so? Diana, was hast du vor? Also Mädels, ich habe etwas für Smile geplant und es ist so romantisch. Oh mein Gott, hat er nichts für dich, sondern du für ihn? Komm schon Mädels, ihr müsst verstehen, dass Smile und ich seit 3 Monaten zusammen sind. Es ist ein besonderer Tag. Diana, hat er dir zu diesem Tag überhaupt schon gratuliert? Nein, das hat er nicht. Er hat es vergessen, 100%ig. Aber Diana, für die Jungen ist das verzeihlich, weil sie immer Termine vergessen. Ich stimme zu, Ross erinnert sich an gar nichts. Mädchen, es ist egal, ob er sich erinnert oder nicht. Die Hauptsache ist, dass ich es tue. Ich überrasche ihn. Sag es, bitte. Und also Mädels, immer mit der Ruhe. Diana wird es nur mir erzählen. Warum? Weil ich ihre beste Freundin bin. Mädchen, ich werde euch morgen alles erzählen. Das ist vorerst ein Geheimnis. Diana, sag es mir bitte. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ihr werdet morgen alles erfahren. Außerdem ist es Zeit für das Training. Zwei, sei nicht verärgert. Bro, sie hat vergessen, dass wir heute unser 3-Monatiges haben. Warum glaubst du denn das? Ja, sie hat meine Nachrichten nicht gelesen. Smile, wie kommst du darauf? Vielleicht liest sie sie und antwortet dir später oder so. Ja, vielleicht. Aber sie nimmt den Hörer nicht ab. Und überhaupt, vielleicht will sich Diana nicht mehr mit mir treffen. Smile, hast du schon ein Geschenk für sie vorbereitet? Nein, Bro, warum sollte ich Geld ausgeben? Sie antwortet nicht auf SMS, nimmt den Hörer nicht ab. Was ist, wenn sie dich jetzt anruft und du kein Geschenk hast? Bro, aber sie ruft nicht an. Sie hat diese SMS nämlich immer noch nicht gelesen. Oh, wer ruft da an? Diana. Smile, komm schon, geh ran, okay? Hallo? Wie du hingefallen bist, Dima. Hast du vergessen, wie man springt? Mein Kostja, das ist nicht lustig. Mein Knie tut jetzt weh, okay? Sei still. Ja, Diana, danke. Auch ich gratuliere dir. Ich dachte schon, du hättest das vergessen. Ich habe die ganze Zeit schon an dich gedacht. Oh Mann, was willst du tun? Du hast kein Geschenk für sie vorbereitet. Kostja, hast du das gehört? Wirklich? Ein Geschenk für mich? Oh, was ist denn für ein Geschenk? Mann, Browse.
Ja, ich schick dir auch einen Kuss zu. Lass uns nach der Schule nach Hause gehen, okay? Zweit, also, welches Geschenk? Ich weiß es nicht. Sie sagte, sie habe zu Hause ein Geschenk für mich. Was soll ich tun? Ich habe kein Geschenk für sie. Oh Mann, was soll ich machen? Kein Problem, Smile. Meine Tante arbeitet in so einem Geschäft. Es ist ein Laden für Liebhaber, okay? Ja, Diana liebt Kaninchen. Browse, gibt's da sowas wie Plüschhasen zu kaufen? Hallo? Ja, hallo, Tante Marina. Ja, ich rufe dich an. Mein Freund braucht ein Kuscheltier, okay? Browse, ein Hase, ein großer Hase. Okay, so ein richtig großer Hase. Gibt's große Kaninchen? Okay, es gibt keine großen, es gibt nur kleine. Ja, auch gut. Okay, gut, dann schick dieses Spielzeug in dem Taxi zur Schule. Oh, Browse, danke. Was würde ich nur ohne dich tun? Was du getan hättest, du wärst ohne ein Geschenk aufgekreuzt. Du schuldest mir was. Dima, hast du das gehört? Diana hat eine Überraschung für Smile. Ja, ich hab's gehört, sie werden in Dianas Haus gehen und feiern. Also ich wette, dass Diana und Smile sich getrennt haben. Sie haben sich nicht getrennt. Hört auf zu streiten. Was macht es für einen Unterschied, ob sie sich getrennt haben oder nicht? Warum schreit ihr hier so rum? Was soll die Aufregung? Wir haben nicht geschrien. Diana hat sich von Smile getrennt. Sie sind seit 3 Monaten zusammen und kamen getrennt zur Schule. Ja, Diana war aufgebracht. Sie kam mit den Cheerleadern. Und auch Smile und Brovas, die sind anscheinend schlecht drauf. Ja, schlecht drauf. Wir haben gehört, wie Diana Smile angerufen hat. Ja, sie hat ihm gesagt, dass sie Geschenke für ihn vorbereitet hat. Nach der Schule gehen sie zusammen nach Hause. Oh. Ich frage mich, welches Geschenk Diana für ihn vorbereitet hat. Welchen Unterschied macht's, welches Geschenk sie vorbereitet hat? Ja, Leute, hier ist ein Vorschlag. Nach der Schule gehen wir zu Diana nach Hause und verderben ihr die Party, okay? Ja! Wir müssen zuerst ankommen. Und damit wir wissen, was für eine Überraschung Diana für Smile vorbereitet hat. Leute, ich glaube, ich kann es erraten. Wenn Diana eine Überraschung für Smile vorbereitet hat, dann ist das wahrscheinlich eine romantische. Wirklich romantisch, denn in Dianas Haus wartet eine Überraschung auf ihn. Also, wer ist dabei? Das sind wir alle! Voila! Diana, woher hast du denn die Schlüssel her? Mädels, habt ihr vergessen, dass ich immer noch bei Diana wohne? Deshalb habe ich auch einen Schlüssel. Diana, wenn Diana es erfährt, ist deine Freundschaft mit ihr vorbei. Vorher soll sie es wissen. Wir werden uns leise verstecken, dann geht ihr und ich komme. Mädchen, Diana war gar nicht so schlecht vorbereitet. Und das alles nur wegen ihrem Smile. Verstecken wir uns schneller, sie sind schon unterwegs. Los geht's. Sei einfach vorsichtig. Mädchen, Kuchen nehmen wir ein Stück. Nastia, was für ein Kuchen? Geh schnell hinter den Vorhang. Mädchen, kann man uns nicht in unseren Outfits hinter dem Vorhang sehen? Nastia, Sie können das nicht sehen. Einmal habe ich mich vor Diana versteckt, aber sie hat mich nicht gefunden. Mädels, seid still. Sie hat sogar vergessen, die Türen zu schließen. Sie denkt nur an Smile. Mhm. Schaut mal, was sie alles vorbereitet hat. Sowas hat sie nie für mich gemacht. Dima, beruhig dich. Okay, man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Leute, ist hier jemand? Ich habe so Angst, dass wir entlarvt werden. Niemand ist hier, okay? Verdammt, Leute, wo können wir uns verstecken? Es gibt so viele von uns. Wo? Da hinter dem Vorhang. Ich gehe nach dahin, ich dahin. Auf geht's. Verdammt, Diana, hast du alle Schüler hierher gerufen? Mädels, ich habe gar nicht gewusst, dass sie hier sein würden. Das ist eine schlimme Situation. Das Wichtigste ist, dass sie uns nicht sehen. Patrick, ich habe noch nie so nah bei dir gesessen. Marusia, beruhig dich. Wenn Gigi dich hört, dann bist du... Dima, was wollen wir denn jetzt machen? Kostja, ich werde in diese Romantik verderben. Ich glaube, diese Welpen werden uns verraten. Nein, alles gut, die kennen mich. Bonja, Teddy, psch. Leute, vielleicht könnt ihr mal rutschen. Ich habe hier überhaupt keinen Platz. Gigi, du bist hier nicht allein, okay? Leute, mir scheint, dass jemand in meiner Nähe schwer atmet. Krusha, du bist gerade unter Stress und hörst deswegen Dinge. Also gut, Leute, ruhig. Ich hoffe, Smile wird mich hier nicht sehen. Was sind das denn für Kerzen? Mädchen, was hat Bronze hier verloren? Diana, vielleicht hat Diana ihn auch zu einem romantischen Abend eingeladen. Leila, spinnst du? Es ist schon seltsam, dass Bronze gekommen ist. Okay, niemand hat's gemerkt. Okay, ich verstecke mich hier in der Nähe des Kuchens. Langsam gehen. Wir sind jetzt zu Hause. Okay, Diana, und was hast du jetzt vor? In Ordnung, Babe. Bleib hier, bis ich es sage. Hast du verstanden? Ja, das ist so aufregend. Smile, nicht gucken. Sonst verdirbst du die ganze Überraschung. Diana, wie lange noch? Nur noch 1 Minute. Du darfst deine Augen nicht öffnen. Ich frage mich, was jetzt passieren wird. Beug dich vor, damit sie dich nicht bemerken. Habe ich dir nicht gesagt, Kostja? Sie brachte Smile hierher und hat dann seine Augen verbunden. Diana, hast du mich vielleicht vergessen? Nein, Smile, alles ist bereit. Und jetzt gehen wir vorsichtig in den Raum hinein. Ich falle bestimmt gleich hin. Vertrau mir, Smile, und gehe. Vorsichtig und langsam.
Und was machen Sie hier? Das gleiche gilt für dich. Sei still. Also seid leise oder sie hören uns. Oh Mann, siehst du das? Die Cheerleader sind auch hier. Das hätte man sich echt denken können. Okay, Baby. Auf drei, mach die Augen auf. Eins, zwei, drei. Diana, ist das alles nur für mich? Nein, Smile. Nicht für dich, sondern für uns. Heute ist unser dreimonatiges Jubiläum. Und ich habe hier ein Geschenk für dich. Ich habe es nur für dich ausgesucht. Es ist ein sehr süßes Pferd. Ich hoffe, du denkst dabei an mich. Oh Mann, wie süß ist das denn? Das ist echt fantastisch. Übrigens, ich habe auch ein Geschenk für dich. Wirklich? Du hast unseren Jahrestag nicht vergessen. Sowas kann ich doch nicht vergessen. Ich wünschte, sie würde nicht den ganzen Kuchen aufessen, weil Smile ist immer hungrig. Smile, es ist ein Kaninchen. So süß. Woher wusstest du, dass ich Kaninchen am liebsten mag? Diana, du hast es ja selbst gesagt. Smile, sie sehen so süß zusammen aus. Genau wie wir beide. Ich habe auch einen Kuchen für dich gebacken. Eine Schwarzwälder Kirschtorte, deine Lieblingstorte. Okay, es ist Zeit zu handeln. Lass uns die Romantik jetzt zerstören. Na dann, mal los. Sollen wir die Überraschung starten? Auf geht's. Diana, du bist meine Beste. Oh, Smile, du bist mein Allerbester. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch an deinen Freund für drei Monate Beziehung! Diana, was ist hier los? Smile, das war nicht meine Idee. Was macht ihr alle hier? Hey, ich werde den Kuchen zuerst aufessen, okay? Rouse, du bist auch hier? Leute, ist das euer Ernst? Ihr ruiniert meinen ganzen romantischen Jahrestag. Kann ich alle Kerzen ausblasen und mir etwas wünschen? Gigi, es ist nicht dein Geburtstag. Kannst du uns Tee einschenken, Diana? Lass uns gemeinsam feiern. Ja, wir haben schon so lange auf euch gewartet, dass wir schon hungrig sind. Warum habt ihr mich nicht geweckt? Also, wo soll ich mich verstecken? Habe ich irgendwas verpasst oder sowas? Ich will, dass ihr mir alle zuhört. Raus hier, und zwar sofort. Ja, alle. Diana, warum machst du dabei mit? Diana, wir haben... Ich kann nicht glauben, dass du mir das antust, Diana. Das war unglaublich wichtig für mich. Smile, Smile, ich bin nicht mit denen gekommen. Ich bin allein gekommen. Ich bin gekommen, um Kuchen zu essen. Browse, ich habe genug von dir. Du bist immer hungrig.